Also wieder schön klar Schiff gemacht. Okay, klar Schiff ist anders. Ich weiß nicht, wie. Da hatte ich mal, glaube ich, schon wenn so vorbetoniert, was ja von dem her nichts bringt, weil hier ist ja klar, dass es feucht ist. Ja. Naja, komm, stellen wir noch. Schöne Biene schiebt wieder. Heiritsch. Was ist? Das passt doch jetzt auch genau. Sauberbiene. Guck mal, Heiritsch, da saß ich ja. Das ist ja eigentlich wie dafür gemacht, oder? Geil. Das sind noch Restbretter. Ich habe mir selber ein Bett gemacht, wo ich hierher gezogen bin. Und irgendwann habe ich aber noch ein geileres Bett, so, wo man relativ minimalistisch auf- und abbaut. Also super geiles Ding, wo auch nur der längste Teil ist 1 Meter, weil du auch die Länge nach, die sind verbunden irgendwie so. Also irgendwie geil. Und das ist zum Teil noch übrig und dann habe ich manches verbastelt oder so und dann habe ich irgendwann mal gedacht, komm, ich nehme ein paar so Brettchen mal mit, dann ist das weg oder man verfeuert es dann, aber ihr seht ja, ja. Ich bin hier halt auch nicht so. Guck, das war das, was ich gesagt habe, da sind ja gestanden, das ist jetzt halt auch wegen verbrochen und ja, aber das lasse ich jetzt so, das ist jetzt, wohnt jetzt, ja, ja, genau, also komm, gehen wir. Sassifi, das genügt. Ja, da habe ich auch noch Schiebe hingestellt, ja, da hebt man mal. Aber ich feiere das jetzt so, ich lasse das jetzt, guck mal, immer mehr, das hat doch was, oder? Weil, da müsste jetzt wieder viel bauen. Und ich bin ja am liebsten, weil ich gern mal hier, mal da bin, am liebsten habe ich jetzt eben nicht so. Also das, ich finde das, guck mal, auch weil es so geil. Und wo der Baum noch stand, wobei der jetzt ja auch mit der Wurzel einen schönen Schutz gibt, weißt du, das ist ja nicht mal ganz schlecht, aber das war ja auch so schöne Föhre wie das. Es war so traurig, wo das passiert ist. Und ja, und so, das hat jetzt was Uriges, weißt du, so, auch mit dem Schild. Also irgendwie so echt wie so, weißt du, wie wenn man so im Wald so alte Blockhütte findet oder so, was Ding. Guck mal, es geht dagegen. Also, was machen wir? Wir holen jetzt noch Wasser. Und dann war es das eigentlich auch schon fast, oder? Guck, hier habe ich ja auch noch hingebaut. Das ist ja auch geil. Guck mal hier. Hier für, zum Sitzen. Hier, oh, ja, siehst du, das bricht halt auch schon. Ja, oder mehr. Kann man da schon noch besser. Guck mal hier, weil es hier noch. Guck mal hier, ist ja so, schon so ein wenig fester, dunkel. Und hier, ihr seht, vom Gesicht ist viel heller. Man hat noch so einen schönen Blick. Also, es ist eigentlich so ein. Weißt du, wenn ich jetzt hier. Das wäre ja auch eine Überlegung, dass ich hier penne. Also ich habe nichts Festes. Das heißt, wer weiß, wie es kommt. Aber ich habe irgendwie Bock da ohne, weil es ist schon geil, der so direkt am Wohnhaus da. Weißt? Aber hier war auch cool. Weißt? Und dann hast du hier das Lager, aber dann jetzt noch so zum hier. Guck mal, die Stimmung genieße. Wie geil ist das, oder? Göttlich. Weißt du, auch hier, wir hättet hier, wie da wäre es nochmal so Genuss gewesen. Hier der Chaga trinken. Oder Chorga, ich glaube die Schweden sagen Chorga. Chorga. Wie Serma. Also das ist ja Finnisch, aber Serma spricht man ja Serma. Und ich glaube, ich habe mal irgendwo Chorga, hat auch noch Chorga gesagt in Schweden. Zu Chaga, Chorga. Und ja, Chorga ist ja eigentlich viel geiler. Chorga. Also, komm. Mir gehen. Jetzt kommen wir noch. Jetzt kann man noch Wasser holen. Und genau, und ich erzähle jetzt auch nicht mehr. Ich bin jetzt da. Guck mal, es ist halt schön. Trotz so alter Stumpf, wie schnell sich die Natur säugt. Also hier sind ein paar, die habe ich leider nie gesehen. Hier sind ein paar. Ah, das ist sogar ein Stein, ja. Aber hier. Ein paar so, wo es noch viel fetter waren da vorne auch, weißt du? Daher ist das zum Teil ja auch das Ding. Aber trotzdem, wie schnell, guck mal, wie schön die Natur. Dann kommt hier wegen Buche, weißt, Tanne und hier wegen so andere Tanne. Das ist ja, guck mal, das ist doch mehr so Zuchttanne fast, oder? Das merkst du, das ist doch wieder so ein Hybrid, weißt du? Die Pflanze, der ganz viel so Hybride und ja, ja. Aber schön, wie schön, guck mal, es ist doch, ich feiere das hier. Also, weißt du, und es ist jedes Jahr dann wegen anders schon wieder, weil es ja schon relativ schnell wächst. Ja? Ah, guck, Preiselbeere. Geil. Siehst du, also ich habe, ich glaube, morgen für Frühstück. Aber ich teste das Ding allein von Maiglöckli, so dass ich auch,
Ja, mal gucken. Auf jeden Fall anfangen. Ja, ich sitze jetzt lieber noch ein wenig und ja, mal gucken. Weil vorne, ich laufe ja, wenn ich dann vorne bin, laufe ich dann immer hierher zum Beeren sammeln. Ja. Aber dieses. Warte, guck, ich habe ja eigentlich noch ein Stativ. Ich könnte jetzt auch mal da. Warte. So wegen. Ah, got a selfie stick now. Ja, es hat auch was. Guck mal, es hat. Es ist. Also schreibt es mal in die Kommentare, ist so besser? Wie so? Irgendwie, es hat was, weißt du? So. Ist nicht mal schlecht für mich, also so fürs Handling. Oder halt so, wenn ich direkt, ich mache immer so, so direkt Kamera. Ja, ich finde es halt geil, weil jetzt, wenn ich jetzt abschalte und habe die auf dem Stativ, muss ich immer wieder wegschrauben und anders stecke ich die gerade hier drin. Also, ich finde es geiler halt ohne. So, also ja, auch wenn jetzt ihr alle schreibt, ja, viel besser. So, ja, mal gucken, ob ich das dann überhaupt mache. Ja, also wie gesagt, ich gehe dann. Ich glaube, dort labere ich dann gar nichts mehr. Es ist ja dann, es geht ja dann dagegen. Ich will dann gar nichts mehr, oder ganz so, ja, also Stealth. Weißt du, dass ich nur, jetzt holen wir noch Wasser. Und dann gehe ich danach und dann vielleicht eine gute Morgensequenz, aber die ist dann auch leise. Ich will ja, weißt du, ja, klar, morgen ist Montag, Montag. Da ist jetzt nicht. Ja, aber dort, ja, na, die sind auch, die sind da. Ja. Ja, und ich will ja so, es hat was. Also ich bin dann ruhig jetzt und ist ja auch mal gut. Guck mal, was, ich glaube, ich habe fast die Com-Videos so viel gelabert wie jetzt, oder? Das ist ja der Hammer. Ich habe schon geguckt, ich habe. Ich habe, glaube nur noch eine Stunde jetzt vom. Und was haben wir gemacht? Gar nichts. Ich habe nur gelabert. Also, jetzt holen wir Wasser. Und dann Treffpunkt Lager. Und dann so Stealth. Genau, jetzt alle zur Ruhe kommen, so. Ich langsam auch. Und dann wieder das Kick Stealth. Und ich. Der Platz, weil ich habe, das habe ich vorhin nicht ganz, glaub, ganz erzählt, die erste Sequenz, wo ich gefilmt habe, ist, da bin ich gerade, und das liebe ich, weil das sind ja die Föhre, wo da außer am Waldrand sind, weißt du, und ich bin ja gerade da dahinter, so, weißt du, und das, die Location, da wollte ich schon lange mal pennen, weil das ist, es ist ein super gemütlich oder geil, oder ein schöner Wald, aber halt direkt am Haus, weißt du, direkt am Wohngebiet. Und auf der anderen Seite sind ja auch die Wohn-, also, ja, schon, ich freue mich, bin gespannt, wie es wird. Also, see you. Beautiful. And beautiful. Beautiful Moss Green. Oh. Zum Trainierlegen, oder? Oh. Zum Reinlegen. Oh. Stealth. Grad süß Hallo gesagt. Und den. Ich sonst verzähl es gleich. Ja, ich bin da hoch. Das war ja nicht so stealth. Die sind schon gekommen und hab gedacht, ah, da war ich schon länger nicht mehr an den Stern. Da ist, irgendwo ist auch eine Schale. Und weil das so schönes Gebilde ist. Und da bin ich halt hoch. Und normal sehen die mich ja nicht. Aber ich glaube, die haben mich halt schon gesehen abbiegen. Aber dann auch da bin ich auf den Arsch noch gekommen. Hat es nochmal knackst. Auf jeden Fall. Ja. Und dann haben die halt so geguckt, was ich mache. Und dann habe ich Kamera angemacht. Und jedes Mal haben sie wieder halt geguckt. Geil. Weißt du, ich habe mich so nah gedreht. Und die sind gelaufen. Und dann halt immer wieder umgedreht. Und ich habe halt auch geguckt. Und dann haben die sich auch. Oder so, weißt du, dann fühlte mir immer uns beide ertappt. Guck hier, geil. Geile Schale, oder? Das ist schön. Die lasse ich zu. Mehr auf nichts, schon gut. Weißt, wird schon spät. Ich muss pressieren. Geil. Ja, und das ist halt auch witzig, so, wenn man halt so
nicht nur das Stealth, sondern auch das Filmen, weißt du, so. Und dann, dass es auch nicht allzu cringe ist. Ja, aber ich habe zweimal Stopp gemacht. Herr Willi, ich könnte es ja auch mit einbauen. Weißt du, so, ich wollte halt so filmen und mach so, ich film so und film zu den Steinen. Stealth, weißt du. So. Und dann gucke ich zurück und dann gucke die gerade, weißt du. Und dann war es so ein wenig peinlich cringe. Und, oh, das ist gefährlich. Das ist gefährlich, oh je. Guck mal, wenn da Reh reinläuft, guck mal, in scharfkantige Dinge. No good. Aber das soll vielleicht gerade so sehen, dass ich sehe, jetzt ist gut. Und hier, naja, not so good. Das müsste ich, ja, ist jetzt nicht mehr so, aber haben wir. Lass mal hier was trainieren. Und dann noch abdecken. Weil das jetzt natürlich deswegen geschmälert. Ja, und jetzt noch gleich ein Fett abdecken. Ja, klar, wer weiß, wie lange es hält. Aber wichtig ist jetzt der hier weg, du. Das war, ist ja, weißt du, wenn hier dann ein Reh und es sieht es nicht braun oder im Dunkeln. Guck mal, wie geil. Ja, das ist geil. Ist doch manchmal so cringe bei mir. Uns beide ertappt. Ich habe halt mehr so einfach nochmal geguckt. Ja, ja. Und die haben halt, die waren halt wunderwitzig. Mir sagt, wunderwitzig, zu neugierig. Die haben halt geguckt, was ich da mache. Logisch, wer macht da mitten in der Nacht? Aber es ist wieder der kleine Rucksack. Da denkt auf jeden Fall keiner, dass ich über Nacht. Also, jetzt holen wir Wasser. Ja, irgendwie mag man das ja von früher, gell? Aber irgendwie ist es auch makaber, gell? Eigentlich, gell? Wenn man so, guck mal, es war so schöne Bäm. Und man läuft, komm, das ist mir jetzt zu makaber. I go there now. Stealth. Stealth. What on good for me? Wobei, komm mal. Das Hahnewasser weg und hier fresh quell water, yeah. Spring Water, gell? Oder wie sagt man dann im Englischen? Spring ist Quelle und es gibt, glaube ich, noch was. Mit Quelle. Schreibt es mal in die Kommentare. Source, gell? Source ist Quelle. Spring. Aber Source ist. Ich glaube, für Wasserquelle ist, glaube ich, dann nur Spring. Und das ist so. Also noch relativ. Manchmal ist da sogar auch weniger. Also, wo ich hierher zu gewinnen war, sogar. Viel mehr, aber jetzt wundert es, jetzt ist immerhin, ja, also, fun, gut für mich.
langsam. Damit nichts knackst. Komm, ich gang so. Also ich glaube, das bringt jetzt nichts, wenn ich das film. Ich leg jetzt die BW-Matte hin. Die BW-Plane. Und dann blase ich da. Ja, die Isomatte auf. Test, wie es geht. Und vielleicht oben ist ja vielleicht noch ein hell. Ich glaube, ich gehe dann nochmal kurz oben chillen und dann kann ich ja nochmal schwätzen. So machen wir es. So, ich bin jetzt doch noch hoch zu der Bank. Dann kann ich wenigstens noch gleich lang Luther schwätzen. Dann kann ich nämlich noch alles beautiful do. Da kann ich jetzt, weil ich wüsste nicht mal, wie der Mond gerade steht. Weil ich habe ja kein Licht. Das heißt, klar, ich tasche mich. Ich habe jetzt auch nur die BW-Plane hingelegt. Bin draufgelegen, einwandfrei. Was heißt einwandfrei? Es geht so wenig bergab, was nicht schlimm ist. Und nur leicht seitlich. Ja, das ist. Irgendwo, die Hucke noch draußen irgendwie ist da hin. Also somit. Jetzt sind auch einige Moskitos. Guck, jetzt sieht man. Mosquito gut. No problem. Jetzt hat auch noch geschrieben, aber das frage ich ja oft. Ja, ich gucke, dass ich so wenig wie möglich in Widerstand gang, weißt du? Und irgendwie so in so gut ich kann mit denen in Frieden und es klappt eigentlich gut. Guck mal, sind ja viel, aber no problem. Weißt du, dann stechet halt immer mal und dann halt. Und wie ich schon oft gesagt habe, wenn man sie stechen lässt, bis ganz, dann juckt es nicht mehr so. Und wenn es juckt, juckt mir auch nicht, weil ich. Dann, weißt du, dann, jetzt hier juckt es wegen, dann kretzt man doch wegen. Weißt du, dann ist doch gut wieder. Und dann machen wir ein paar Mal kretzen. Naja, gibt Schlimmeres. Ja, auf jeden Fall, ich muss gucken, ob ich da nachts dann auch wegen rutsche. Also, das ist, aber es ist jetzt, da das liegt, das Wichtigste getan. Das Rest finde ich jetzt auch im Dunkeln. Also, ich finde es natürlich im Dunkeln wieder. Aber auch so, die Isomatte habe ich halt aufgeblasen, weil wenn da noch jemand läuft, wegen. Klar, die konnte umdrehen, in Grau sieht auch keiner mehr, aber die ist ja in 2 Sekunden aufblasen, also deswegen, genau. Und morgen gibt es dann entweder dort, das wäre ja auch wenigstens der, das Frühstück ohne Worte oder auch nur so geflüstert. Oder ich gang auch hier hoch oder weißt du, so, ja, jetzt denkt, dass man da oben oder hier, weißt du, aber irgendwie wäre es auch cool so. Also dann. Ich sag zumindest, falls nicht mehr viel ist, weil ab jetzt wird es stealth. Wenn nicht mehr viele Worte kommen oder keine mehr, sage ich jetzt schon mal Tschüss an der Stelle. Bedanke mich und bis zum nächsten Mal. Gell? Macht's gut.
Bis bald. Ciao. Guck mal nochmal. 8 Sekunden Beautyphone. Guck mal, machen wir 9. Ganz kurz noch, unglaublich. Ich habe nur noch 36 Minuten. Ich habe 2 Stunden schon gefilmt. Also, und jetzt gefühlt war ja jetzt nicht viel klar. Und die, das sind immer die Labersequenzen. Die wären halt so lang. Ja. Also deswegen passt es auch, dass morgen, wenn kurz ist. Und ja, ich könnte wirklich, krieg trotzdem wieder komplett voll. Also ja, das, naja. Also, gute Nacht. Ich feiere den Rucksack, hab gerade nochmal einen Akku gewechselt. Jetzt habe ich 2 schon. Also der wäre noch gut gewesen, aber jetzt ist der letzte und jetzt für das Jahr hier. Gut. Ich wollte nochmal sagen zu den Moskito, das ist auch kein Licht- und Liebe-Föhn, weißt du? So, ah ja, alles ist so. Also ich bin schon davon überzeugt, weißt du? Ich bin spirituell sehr. Aber nicht das Pseudo-spirituell. Ja, da, weißt du, auch das so mit ja, nein, weißt du? So, nein, alles ist gut und der Schwachsinn. Hier ist aber nicht alles gut, weißt du? Guck, geh mal ins Schlachthaus und sehe ich, dass nicht alles gut ist. Auf jeden Fall, das ist mehr so ein, schwer zu sagen, so ein, die sind ja, was bringt's, wenn ich mich aufreg? Und ah Mann, und ah so, dann bin ich ja viel mehr im Unfriede, weißt du? Also die, ob sie jetzt, wenn, steche tun sie eh, also, und ich hab's halt, je weniger ich das irgendwie dem Gewicht gibt oder das bekämpf, weißt du, desto einfacher ist es für mich, also psychisch wie auch dann physisch. Also dann ist irgendwie, habe ich nicht so Probleme. Klar, es gibt, manche werden ja auch mehr verstochen, manche weniger, oder hier ist vielleicht auch weniger wie, also es gibt, ich war in Gebieten, da ist es Hölle, in Neuseeland zum Beispiel, da waren so Sandflies dann an, das ist Hölle, aber dann habe ich halt Socken angezogen oder so, da machst du das Beste draus, oder gehst halt dann ins Zelt, oder, weißt, dann gibt es auch Dinge, aber jetzt hier halt, wie gesagt, zu so, jetzt nicht da in das oh je, sondern, naja, die sind halt jetzt Teil. Und selbst wenn die gemacht sind, selbst wenn die künstlich wäre oder so, ja, die sind jetzt nun mal halt da. Was bringt's, wenn ich jetzt die bekämpfe? Und wie man Obdachlose gesagt hat früher, wo man mit 15 am Bodensee war, oder 16 mit Mobet, der Kumpel, hat 80er gelegt. Da hat ein Obdachloser, da sind wir noch an der Fähre geguckt in der Nacht oder so, und dann war er so bestrahlt und dann fing er an, er mich auch so, immer so, weißt du, so, weißt du, hat er gesagt, tötest du eine, kommen 100 zur Beerdigung. Weißt du, also es wird, wenn jetzt angenommen, es gibt nur 10 und dann haust du alle 10 tot und hältst Ruhe, aber so ist es ja nicht, weißt du, also somit, dann brauche ich doch, dann kann ich sie doch gerade leben lassen, weißt du, und ja, so ist es halt. Okay, also, gute Nacht. Das ist auch kein nachts die Pfade laufen, weißt du, mehr so Taste. Also ich sehe jetzt auch noch wenig, aber wenig. Und das Video habe ich mal rausgenommen. Ich bin ja mal vom Bahnhof Triberg alles durch den Wald gelaufen und ich hatte weder Licht und zwar stockfinster und habe das gefilmt, aber weil man halt gar nichts sieht, habe ich das wieder rausgenommen. Aber es ist geil, wenn man dann die andere Sinne halt nutzt, weißt du, also mit den Füßen fühlen und ja, so Kleidung sehe ich auch noch jetzt, aber ja, ist geil. Gute Nacht. Stealth. Stealth. Und das vom Bahnhof da, das war halt auch barfuß mitten in der Nacht und es hat noch geschifft, also es war dann schon geil. Und dann bin ich ein paar Mal irgendwie so, musste ich echt mit den Füßen gucken, wo ist der Abhang oder so. Und das war auch eine geile Erfahrung. Also, gute Nacht. Stealth.
zwei Meter oberhalb vom Lager auf dem kleinen Pfad. Und geil, dass die zwei Straßenlaternen so cozy orange sind. Oh, beautiful. Good night. Top-Nacht. Ich bin noch wegen Stealth, weil bei dem Haus ist gerade, da ist die Terrasse und ich sehe jetzt nicht, ob da, aber bei der schönen Sonne könnte jemand auf der Terrasse sein, deswegen noch Stealth. Ja, ich habe gerade noch Titelbild gemacht, weil das hatte ich auch extra so natürlich umdreht, Stealth, aber fürs Titelbild habe ich halt das, ja, so ist halt geil, oder? Ist noch wegen farblich fürs Titelbild und so. Geil. Also, ich bin, glaube ich, hier habe ich mir so wenig Kissen gemacht, geht gestern Nacht noch, also wenig höher. Und ich glaube, das ist, ich sag mal, so verrutscht, so viel vielleicht. Und noch vielleicht noch Climbing so, aber ich bin hier nicht verrutscht, also ich hab super pennt. Ich hab nur, muss zweimal pissen immer wieder, aber so ist geil. Also ich hätte gedacht, ich rutsche mehr, weil es aber... Und so juckt er nicht zum Pennen, aber so rutscht man, macht man gern. Und ja, top, also ja, geil. Also ich feiere die ja so, weißt du, nur mal für zum Test, dass er sieht. Oh, so war's, Stealth. Weißt du, wenn der zu ist, wenn das so... Und hier ist er voll geschützt, also weil es hier so dicht ist. Es ist halt nur, ja, hier ist die Terrasse. Also, see you. Beautiful.
So geil. Und ich feiere den Wald, der ist so schön. Der ist ja direkt hier und weil der noch, ja, der, die schöne Föhre, guck mal, oh, geil. Ich bin gerade am Zimmerpack. Und ich sehe jetzt, glaube ich, auf der Terrasse. Ich ja null. Ich kenne die ja sogar. Ich ja null. Nichts Schlimmes, aber man will ja Stealth. Sie, weißt du? Stealth. Selbst wenn die das jetzt wissen, das wäre ja nicht schlimm. Aber wie gesagt, I'm stealth camping. Geil, das ist halt auch geil, so schnell dann abbaut. Und hier mache ich jetzt auf jeden Fall, weil das ja stealth ist, das wieder weg zurück. Schöne Abschluss- und Frühstückplatz. Ne? Geil. Das Fett, was wir im Topf. Ich mache, glaube ich, erst Wasser. Und dann rühre ich es ein. Ah ja, gleich den Chaga-Brösel. Oh ja. Das soll nicht zu viel. Mal gucken. We'll see. Jetzt bin ich gespannt auf die Sorte. Oh, schmeckt schon mal fein. Weil die andere, die rote, die war, oh ja, die war vom Feinsten. Ja, ja, aber schon, ganz klar. Viel besser im Topf, weil, guck mal, du siehst jetzt selbst das trockene Pulver. Ja, ja, kriegst ja hier kaum Musse. Einen Topf hat man ja immer dabei. Ja, notfalls, Gott sei Dank, für die Not ist das ja okay. Aber siehst du, das gefällt mir jetzt. Da habe ich irgendwie so ein... Das, da kannst du wieder irgendwas drin machen, oder? Ein Schokolade, oder? Ja, so. Oh, guck mal. Das sieht jetzt geil ist so türkis. Geil. Oh ja. Guck mal, das ist geil. Geile Farbe. Ja, so wenig. Sieht ein wenig künstlich aus, aber irgendwie einladender. Also jetzt siehst du, da habe ich eigentlich richtig viel Wasser. Genau richtig, aber vielleicht zieht es noch ein wenig und mache ich vielleicht noch höchstens noch gleich ein wenig.
Oh, voll die geile Pampe. Oh, lecker, lecker. Ja, ich habe jetzt eh nicht. Was war jetzt? Ich glaube 16 Minuten jetzt, wo ich angemacht habe. Oder 18, ne? Also, ich glaube noch gleich. Nein, das muss ich nicht ziehen. Was soll da ziehen? Geil. Richtig geil. Nur, für mich Gleiving zu süß, deswegen noch Gleiving Wharton. Wharton. Also, voll geil. Schmeckt besser, wie es aussieht. Und sieht ja irgendwie auch geil kehl aus. Ja, könnte wieder cringe werden, weil das ist auch nicht gerade der Weg und hier sind ja so Pfade. Also machen können ja da Hunde oder Spaziergänger. Aber ich denke, der war, wenn es hochläuft, der war mir ja jetzt einladend, da wie von auf der Wiese, weißt du, so schön, guck mal wie. Top, und du merkst, Feierin, guck mal, du bist so schnell. Und da du sofort Zugriff hast, weißt du, keine der Schneeschürze. Nur einmal schnell der Reißverschluss und er hat ja so schnell, aber der ist ja auch jetzt nicht so tief, weil das Gliederdeckel oben ist. Im Deckel noch die zwei Fächer, weißt du, wo man nicht so schwer beleidigt, dass es jetzt so ring. Ah, guck mal so, ah, guck mal, das geht doch wie. Ist das eigentlich drauf? Das geht wie Butter. Das ist auf jeden Fall vegan. Ich wüsste jetzt gar nicht, was drin ist. Fruchtig. Haferflockig wenig. Auf jeden Fall für Oberwegs einwandfrei. Es ist auch wieder. War milde Nacht. Ich schätze mal, das war höchstens bis 10 Grad drauf. Und aber ich habe den Dinger ja auch gehabt. Aber jetzt hier ist schon wieder zu warm für den Longsleeve. Jetzt ist sicher auch schon wieder 20 Grad. Na, hier in der Sonne 25. Oder? Weiß nicht. Voll schön. Weißt du, man hat manchmal die Konsistenz, mal, dass man doch wenn kaut auch, weißt du, aber jetzt haben wir jetzt, so ist die Konsistenz jetzt. Das ist geil. Ja, gut. Weißt du, hier ist der A. Geil. Also, spitze Tour, ich lieb. Ich habe noch ein paar so Stealth Campingplätze, wo ich schon gedacht habe, weißt du, wo. Einer ist richtig geil. Der ist direkt Straße, Landstraße, wo aber viel Verkehr ist. Und hier ist ein Haus. Oder zwei sogar, da ist so ein Hof, Haus. Und zwischendrin ist so ein ganz schmales Wäldli, wo man zum Teil Trainisi, zum Teil ist es auch wegen so, also so, aber halt du bist, es ist auch, ja, da habe ich auch schon gedacht, ja, machen wir vielleicht mal ein nächstes Jahr für den nächsten. Und dann mit so, weißt du, mit so wenig, das feiere ich am meisten. Und, auch so, wenn ich so im Wald bin, also das befreit mich viel mehr. Ich könnte nicht, viele haben ja so riesen Rucksack und so. Das wäre null meins, da schlafe ich lieber daheim. Weil irgendwie, dann wäre ich, da bin ich so unfrei, weißt du? Ich habe selbst auf meiner Weltreise, die ja, ich habe es ja schon gesagt, keine waren oder wo. So. Da 5 Monate Neuseeland oder 3 Monate Kanada.
Vor Neuseeland war ich in 3 Monaten Thailand. Das war acht Monate halt. Und ich sage halt immer Weltreise. Aber selbst da halt Neuseeland, Kanada, wo ich ja gereist bin, wo ich ja alles, und da war alles drin. Schlafsack, Zelt sogar. Selbst da hatte ich weniger, wie viele, wo man sieht, wo in den Wald gehen mit ihrer fetten Bundeswehr oder das Tasmanian Tiger. Okay. Eben das eine, klar. Mir wäre es eine Last. Wenn jetzt gerade nur so ein, zwei Tage, weißt du, dann. Ja. Naja. Also. Geile Tour, ich chill jetzt hier ein wenig. Guck mal, das hier sind Felsen wegen so. Ich zeige es gleich gerade mal noch rum. Wie schön es ist. Und verabschiede mich, gell? Also. Herzlichen Dank fürs Zugucken. Ah, herzlichen Dank, Kai, für die 5 Euro noch. Geil, also hätte ich fast vergessen. Ich sag's ja meistens dann nochmal hier direkt vor der Kamera. Also, guck, geil, hat mich gefreut. Ich mag halt, deswegen liebe ich auch viel mehr so Nadelwald. Und der ist ja auch ein Nadelmischwald, weißt du? Klar, viel Fichte, aber hier auch Föhre und so. Und so moosig, das lädt mich halt viel mehr ein wie so ein Laubwald, weißt du? Und ja, und jetzt hier. Ich chill jetzt hier noch. Also, ich stelle euch jetzt noch hier das Abschlussbild. Oder wie mache ich das? Ah, ich könnte jetzt noch hier. Weißt du, dann könnte ich eigentlich mal. Oh, guck mal, hier ist ja fast noch geiler. Ich habe noch nicht mal aufgegessen. So Plätze feiere ich halt, weißt du, die laden mich so ein und jetzt sind da so. Top. Also. Macht's gut, gell? Bis bald mal wieder. See you for sure and look how beautiful backpack. Also, ich glaube, ja, das ist. Ja, ich feiere alle meine Rucksäcke. Aber der, weißt du, immer wenn der neue und so, weil, dann feiere ich. Ich feiere alle. Und ihr habt ja noch einige Rucksäcke sicher gar nicht gesehen, wo ich halt noch nicht mal halt mit der Kamera mitgenommen habe, weißt du? Ich habe ja noch ein paar Überraschungen, aber ja, nach und nach. Also, see you. Oh, voll Rucksack-Junkie. Bye, bye.